Obwohl, da müssen wir eigentlich nur hier oben gucken. Hier ist ja unser Stockpile für Turtle Shells, Billy Goat Hoof, Skull Hoof, Shell, 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 Hundeschädel, Hörner. Das sind alles nur Shells, die wir zu Bonecrafts verarbeiten könnten. Schädel und so weiter. Also hier unten im Crafts Dwarfs Workshop können wir Bone Bolts decorate with Bone, Bone Helm, Bone Gauntlet, Bone Crafts könnten wir machen. Engrave the Warriors Lab, decorate with Ivory, Horn on Perlen. Wir können aus den Schädeln Totems machen und die verkaufen. So, sind die bereit zum Handeln? Nein. Sind sie nicht, weil da die Karawane erst kommt. So, Mauern sind gebaut. Das heißt, Designation K40. Was? Designation. Was habe ich jetzt? Auto-Job Dashboard habe ich aus Versehen aktiviert. Ups. K-Fortifications ist A, nicht C. So, und dann werden jetzt mal hier die Fortifications gemacht. Ups. So, Fortifications gemacht. Das müssten sich wieder die Masons angesprochen fühlen, die gerade nur am Schlafen und am Pause machen sind. So, was sagt F3? Das sagt, wir werden langsam das Zeug los. Also, Designation Channel Befehl. So. Das hier soll gechannelt werden, aber nicht alles. Und zwar müssen wir so und so das machen. So müssen wir channeln. Okay, jetzt kommen welche und holen das Holz. Viele Trees sind es ja zum Glück nicht. Designation, Chopdown Trees, da sind noch ein paar, die weg müssen. Oh, und der sollte auch weg. So. So, gut. Darauf konzentriere ich mich jetzt, weil das ist wichtig, dass wir das in einem Rutsch machen. Und es ist Winter. Wo bleiben die beiden, die den Dick Channel Befehl haben, nämlich? Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Building. Floor Grate, nämlich. Needs Grate. Okay. U. M. Q. Grate. Rock Grate. Rock Grate, 30 Stück, bitte. Und ich schicke mal kurz meinen Broker weg, dass er erst die Managementaufgaben macht, bevor er sich um die Karawane kümmert. Okay, wir sind schon mal... eins tiefer. Jetzt sollen sie erstmal hier alles frei channeln, frei machen und sich dann immer tiefer buddeln.
Na doch, Mining, aber wir müssen eins höher. So, nämlich so. Obwohl, halt. Ja, doch, ich habe das noch nicht durchgebaut. So. So, erst einmal hier hochplanen. Jetzt gehen wir F3 mal kurz hier hoch. Gehen runter, 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 runter. Ja. So, und zwar von hier aus. Dup, 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 dup. So, müsste das stimmen. F3. Wieder hier hoch. Jupp. So, nämlich. Und dann... wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. So, so. So. Und hier rüber. Gut. Das heißt, das hier können wir erst einmal weg-xen. Genau. Das heißt, unser Refuse-Stockpile ist jetzt innerlich zugänglich. Also wir müssen nicht mehr ständig rauslatschen, wenn wir hier den Refuse-Stockpile hinmachen. So, lassen wir die erstmal das da zu Ende channeln. Wobei ich mich gerade frage, wie sie da wieder rauskommen. Weil sie haben auch die Rampe abgebaut, mit der sie hätten wieder rauskommen sollen. So, ja, die sitzen jetzt fest. Kriegen erstmal hier einen Channel-Befehl. Von hier. Runter, 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 runter. Eins hoch. So. Jetzt können sie sich erstmal runter channeln. Und dann müssen sie das da oben noch alles wegchanneln. Ja gut, sie waren sehr schlau und haben sich da runtergebuddelt. Designation, Minern. Hier den Weg mal fertig minern, so. Ich hoffe mal, die kriegen das irgendwie geregelt. Designation remove das ganze mal. So. Und buddelt euch mal nur. Das war die Mitte, ja. Buddelt euch mal nur hier durch, so. Weil ihr kriegt langsam Hunger, also buddelt euch einfach nach Hause, bevor ihr da fertig macht. Esst was und dann versucht mal da oben fertig zu channeln. Was sagt der Jobmanager? So. Der sagt, mein Leader ist auf der faulen Haut. Ah nein, er managt gerade die Work Orders. Sehr gut. Was sagen die Fortifications am Eingang? Die werden fleißig gecarved. Ja, sehr schön. Das nächste, was wir jetzt mal machen sollten, ist Make a Bedroom. Das hier ist ein Bedroom. Dormitory ist es nicht, aber es ist ein Bett für den Leader. Das hier ist der Dining Room für den Leader. Und das hier ist... Das hier ist der Thronraum für den Leader.
So. Also der Study Room. So. Das heißt, nächster Schritt, wir brauchen den Trader hier. Weil die Karawane bald abhaut. Was macht mein Leader? Ist er noch bei den Work Orders? Ja. Was für Nachrichten kommen da? Achso, das Ding ist zugefroren. Und schlammiges Eis. Ja, kein Problem. Komm schon, mein Leader, ich brauche dich am Trade Depot. Wir brauchen sicherlich Zeug von denen. Was ist mit meinem... Sag bloß, der ist jetzt verloren gegangen. Mood is missing. Okay, der ist abgehauen, würde ich sagen. Oder irgendwo verhungert oder verdurstet. Ja, mein Leader ist doof. Weißt du was? Geh jetzt zum Depot. Wir brauchen dich dort. Was machst du, Leader? Immer noch Work Orders managen. Und hat einen Pfeil nach unten. Was ist denn mit ihm? Wunden? Er ist durstig. Nein, das heißt, er wird erst trinken gehen, bevor er sich ums Trading kümmert. Aha. So, wie sieht's mit den Channel-Sachen hier aus? Die Channels, die buddeln sich da noch fleißig weiter durch. Designation. Obwohl, die müssen so, das so machen, sonst kriegen sie das beide nicht auf die Reihe. Ich sehe schon kommen, dass die verhungern wegen meiner Dummheit. F1. Der ist immer noch bei seinen Work Orders. Und ja, der Mutmensch ist jetzt seit einer Woche weg. Na kommt, ihr beide schafft das noch dadurch. Ja, ich riskiere gerade meine zwei wichtigsten unersetzlichsten Zwerge. Ich bin so intelligent. Aber sie schaffen es wahrscheinlich noch. Bist du am Depot zum Traden? Nein, du bist trinken. Go, 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 Endspurt. Ihr habt nur noch wenige Meter vor euch. Jetzt schläft er. Ach, don't tell the elves, but all the fish are gone. Ach so, das war die Meldung, dass man nicht fischen kann. Die ist mir aber gerade so ziemlich wurscht, die Meldung. Und Mut wurde dehydriert gefunden. Er ist in seinem Bett verhungert vor lauter Melancholie. Eine Schweigeminute für den guten Mut. Hier oben. Trading? Nein, Sleeping.
Ja, in seinem neuen dekadenten Raum schläft er. Sind wenigstens die Jobs aufgegeben worden, ja.